Audi S2 Coupé Quattro 20V Turbo. Ja, eins der, glaube ich, heiß begehrtesten Objekte aus der Fünfzylinder-Szene, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich glaube, es ist eines der meist getunten Autos, die man am Markt so findet. Die Nachfrage wird immer größer nach diesen Autos. Der Preis steigt natürlich auch. Die Autos haben natürlich so ihre Tücken und Macken und Ecken und Kanten. Oftmals, wenn man so ein Auto verhältnismäßig günstig ergattert, und mit günstig meine ich jetzt so 15, 16, 17.000 Euro, dann ist es halt nicht selten, dass man fast dieselbe Summe oder sogar noch ein bisschen mehr in das Auto investieren muss, um es überhaupt erstmal in irgendeinem Zustand wieder auf die Straße zu bekommen. Weil natürlich die Preise für diese Fahrzeuge einfach auch eine ganze Zeit lang im Keller waren. Die wurden nicht gut gepflegt. Ja. Das ist einfach so ein Daily gewesen für viele Leute. Aber was man halt nicht vergessen darf, mit diesem Auto ist man in den 90er Jahren definitiv auf Porsche-Level gewesen. Ja. Also man war definitiv Porsche-Jäger. Die Autos wurden recht schnell angegangen, mit einem Chip-Tuning versehen, hatten dann 280, 290 PS. Und da gab es zum damaligen Zeitpunkt natürlich, weiß man, nicht viele Gegner, die da mitfahren konnten. Ne? Bei diesem Auto jetzt hier, wie ihr, denke ich, unschwer erkennen könnt, ist einiges an Zeit und Geld reingeflossen. Das Auto gehört mir selbst. Ich habe das Auto liebevoll restauriert. Das ist keine Vollrestauration, das würde ich nicht sagen, aber es ist, kommt dem schon sehr, sehr nah. Wir haben von außen natürlich versucht, das Auto so Serie wie möglich zu lassen, aber bei einer Leistung von knapp 500 PS mussten natürlich schon ein paar Sachen geändert werden. Bremsanlage, Fahrwerk und sowas. Der Motor ist auch geändert. Wie gesagt, das Auto ist absolut eine Wertanlage. Preise aktuell, würde ich sagen, für ein Auto in diesem Zustand, also das ist jenseits der 30.000 Euro in einem nicht restaurierten Zustand. Ja, also wenn man ein gutes S2 Coupé ABY sucht, da geht es wirklich so ab 22, 23 los, das sind dann die schlechten, und die guten gehen so Richtung 25, 30.000 Euro aktuell. Also daran sieht man schon, der Markt kennt eigentlich nur eine Richtung, und das ist halt steil nach oben. Ne? Bei diesem Auto ist es jetzt halt so, dass natürlich viel Zeit und Geld rein investiert wurde. Viele Sachen, wenn nicht fast alle technischen Sachen, sind komplett überholt, verbessert oder ausgetauscht worden. Das werden wir gleich auch sehen, wenn wir uns das Auto einmal bei geöffneter Haube zusammen anschauen und dann später auch nochmal auf der Hebebühne von unten. Da sagen Bilder halt mehr als 1000 Worte an dieser Stelle. Und wie gesagt, man hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch was machen können, aber für meinen Geschmack, und das war ja für mich persönlich, ist das Auto eigentlich nahezu perfekt. Okay, wir fangen mal bei geöffneter Motorhaube mit der Geschichte hier an. Was haben wir hier im Auto? Wir haben hier einen 2,5 Liter Motor, den kennen ja viele sicherlich schon aus anderen Projekten von uns. Bei diesem speziellen Fall ist es jetzt so, dass es ursprünglich ein 3B Coupé war, das aber eigentlich vollumfänglich auf ABY umgebaut wurde, rein technisch gesehen. Ja. Das bedeutet vor allen Dingen auch, der schwache 3B Luftfilterkasten ist ausgetauscht gegen ABY. Der 3B Luftfilterkasten hat das Problem, dass der Luftfilter extrem klein ist, und schon bei einem RS2 Plus Step bildet sich quasi ein Unterdruck hier im Ansaugschlauch. Oder der Ansaugschlauch zieht sich sogar zusammen und die Leistung bricht halt ganz abrupt weg. Das ist mit dem Luftfilterkasten hier nicht mehr so. Den haben wir zusätzlich noch ein bisschen nachbearbeitet, um mehr Luft in den Motor zu kriegen, was natürlich bei 500 PS auch notwendig war. Die Motoreigenschaften an und für sich: Es ist eine 92,8 mm Billet-Kurbelwelle verbaut, aus dem Vollen gefräst. Der Motorblock ist komplett neu. Die Kurbelwelle wurde in einen Serien-ABY-Block implantiert, nicht in einen 2,5 Liter Dieselblock. Nichtsdestotrotz kommt man trotzdem auf 2,5 Liter Hubraum, behält aber mit dieser Kurbelwelle die Drehfreudigkeit des Motors etwa bei. Ja? Bei dem Dieselblock ist es so, der spricht trotz gleichem Hubraum aufgrund des Langhubprinzips untenrum doch noch etwas besser an, aber obenrum, das kennen viele, da hat man oft so das Gefühl, der wirkt so ein bisschen träge. Ja? Dieser Motor hier, der geht so oberhalb von 4000, merkt man halt, das atmet irgendwie alles freier, das dreht ein bisschen freier. Da sind natürlich die Wünsche total unterschiedlich. Der eine mag es lieber so, der andere so.
bei diesem Konzept haben wir uns jetzt halt für die 92.8er Billetwelle, besser gesagt, ich habe mich dafür entschieden, die einzubauen. Der Kopf ist ebenfalls komplett überholt. Führung, Schaftis, Ventile, CNC-Brennraumbearbeitung, ganz klar, die Ventile wurden gereinigt, der Kopf, alles, was man halt machen muss, um zu sagen, dass man hier einen general überholten Motor hat. Da ich persönlich nicht mehr als 500 PS haben wollte in diesem Auto, der Lader kann gute 600, aber da muss man dann noch ein paar Sachen ändern, habe ich mich dann auch letztendlich für die Serien-Nockenwellen entschieden. Die reichen für 500 PS völlig aus. Habe einen Satz neue Hydrostößel reingemacht, neue Kette, Simmering, habe das einmal getauscht. Was hier noch wichtig ist, als Detail, man erkennt hier hinten schon recht gut, da ist ein Flex-Fuel-Sensor verbaut. Ja? Der ist auch in dem Steuergerät hinterlegt. Das ist dieses Teil hier. Da sitzt also ein Sensor drin, dass man auf der zweiten Map das sogenannte E85 fahren kann oder E80 Kraftstoff. Damit kann man halt nochmal ein bisschen mehr Ladedruck und Zündung geben. Die Leistung steigt natürlich dann schon deutlich an dieser Stelle. Der Sensor ist quasi dafür da, um den Ethanolgehalt im Kraftstofftank zu erkennen. Und je nachdem, wie hoch der Ethanolgehalt ist, gibt das Fahrzeug über die Steuerung mehr Zündung und Ladedruck zu als gegenüber der Basismap auf normalem Kraftstoff. Ja, dafür ist der Sensor da, übermittelt quasi das Signal, kann man auch über das Kenncheck im Innenraum sich ganz normal anzeigen lassen, wie hoch der Ethanolgehalt da gerade ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich noch ein bisschen dran feilen, was die Abstimmung angeht. Ja, die Nuss habe ich noch nicht so ganz geknackt. Aktuell läuft es halt über einen Schalter mit zwei Maps und ich benutze den Flex-Fuel-Sensor aktuell eigentlich nur, um zu schauen, dass ich den bei der Abstimmung vorhandenen Kraftstoffgehalt mit Ethanol in Prozent wieder erreiche. Ja, also was bedeutet das? Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Wenn man jetzt ein Auto abstimmt, am Tag der Abstimmung hat man, sage ich mal, 70% Ethanol im Tank. Ja, das heißt also E70. Und ich fahre den Tank jetzt leer und tanke wieder nach und habe dann nur noch E50. Ja, das ist vom Zündkennfeld her natürlich ein eklatanter Unterschied. Also das kann man nicht so ohne weiteres fahren. Ja, da klingelt einem der Motor weg, wenn man Pech hat. Und über den Sensor hat man halt eine ganz gute Kontrolle, dass man halt beim Nachtanken sehen kann, ob man den Ethanolgehalt wieder hat. Im perfekten Zustand, wenn das alles fertig ist, ist es eigentlich so, dass ich das so anstrebe, dass das Auto über den Sensor eigenständig erkennt, welcher Ethanolgehalt im Tank ist und eigenständig Zündung, Ladedruck und Co. je nach Ethanolgehalt anpasst, also erhöht und reduziert. Weiter geht's im Text. Wir haben hier die Bremse auf Unterdruck umgebaut. Es ist eine elektronische Servolenkung verbaut. Die originale Servolenkung, die hier vorne sitzt, habe ich rausgenommen. Das ist für mich diese Servolenkungsgeschichte mit dem Riemen vorne und der Pumpe. Das ist immer irgendwie unbefriedigend gewesen. Die Pumpen, da gibt es nicht wirklich Ersatz. Ja, wir überholen die ja auch, aber man hat oft Probleme mit der Teilebeschaffung. Also habe ich mich dazu entschieden, die Servopumpe rauszunehmen und eine elektronische zu verbauen. Die seht ihr hier an der Seite. Die verrichtet wirklich hervorragenden Dienst. Dazu haben wir einen Hauptbremszylinder vom RS2 verbaut, der einen etwas größeren Kolben halt hat, um ein bisschen mehr Bremsflüssigkeit pro Pedalhub zu bewegen. Dadurch wird das ja schon schwammige Bremsverhalten vom S2 wenigstens ein Stück weit verbessert. Wir haben hier das bekannte BST Zweikammer-Saugrohr. Ja, das kennen ja viele schon, hat sich schon rumgesprochen. Der Stefan hat da wirklich ein tolles Saugrohr gebaut. Ne? Danke nochmal dafür. Das Saugrohr und die ganzen Anbauteile, die ihr hier seht, Lader, Krümmer, Saugrohr, Ansaugung, das ist auch alles eingetragen. Das ist ja in unserem Mustergutachten hinterlegt. Also hat es eine Vollabnahme zugegeben mit dem Fahrzeug. Was dann noch wichtig wäre, alle Nebenaggregate, Kühler und Co. wurden ausgetauscht. Rigoros alle. Also es ist eine neue Lichtmaschine verbaut, 140 Ampere. Es ist ein neuer Klimakompressor verbaut, ein neuer Hauptwasserkühler, der etwas größer ist als der vom RS2. Es ist ein neuer Klimakühler verbaut, ein neuer Lüfter verbaut. Diese ganzen Teile sind nicht irgendwie aufgearbeitet, das sind wirklich Neuteile. Die Klimaanlage funktioniert tadellos, also auch eines der wenigen Autos, wo das funktioniert, weil wird bei vielen Leuten als erstes wegrationalisiert, weil der Arbeitsaufwand, so eine Klimaanlage, wenn die einmal ausgefallen ist, wieder in Betrieb zu nehmen, der ist halt enorm. Ich habe mir die Arbeit gemacht, weil ich unbedingt ein Auto mit Klima halt haben wollte. Funktioniert alles reibungslos, Kühlmittelbehälter hier ist getauscht, einfach der Optik halber, dass das Ganze ein bisschen hübsch und auch einem überholten Fahrzeug irgendwo entspricht. Dann haben wir hier unten drinne unseren Porsche GT2 RS Ladeluftkühler, wie man erkennt, von außen überhaupt nicht zu sehen, ja, also absolut verdeckt verbaut.
nach wie vor für mich, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, was den Ladeluftkühler in solchen Autos angeht, die absolute Benchmark, also Preis-Leistung, gibt es da nicht vieles, was da mithalten kann auf diesem Niveau. Und Ladeluft, ich kann das nicht oft genug betonen, ist gerade bei den Sommern, auf die wir so zustoßen, wenn man sich mal das letzte Jahr so anguckt, also ich glaube, da hatten wir ja 2-3 Wochen am Stück, wo es irgendwie 35, 36 Grad plus hatte. Und machen wir uns mal nichts vor, das wird auch die nächsten Jahre eher mehr als denn weniger werden. Und wenn man dann natürlich einen schlechten Ladeluftkühler hat, dann ist der Leistungsverlust vorprogrammiert an der Stelle und die Fahrbarkeit von so einem Auto leidet dann auch enorm. Ne? Das ist wirklich einer unserer Running Gags, die wir hier ganz oft haben, dass Leute halt bei uns anrufen und dann irgendwie sagen, ja, sie hätten irgendwie das Problem, das Auto wird nicht mehr richtig durchziehen. Und wir kommen dann, finden keinen Fehler und merken dran, es liegt halt einfach daran, weil die Leute mit dem Serienladeluftkühler rumfahren. Und der natürlich bei 30, 40 Grad Außentemperatur ist der halt am Limit. Ne? Also ich glaube, die Motronic, die Originale, ich glaube, die nimmt schon bei 60, 65 Grad Ansauglufttemperatur, nimmt die schon Zündung und Ladedruck zurück. Und vielleicht sind es auch 70 Grad, nagelt mich bitte nicht fest, ich weiß es gerade nicht so genau. Aber da kommt man dann natürlich mit einem größeren Turbolader und so recht schnell hin. Apropos Turbolader, verbaut ist hier der Wagner Abgaskrümmer, den kennen glaube ich alle, da braucht man nicht mehr großartig was zu sagen. Der aus unserem Mustergutachten bekannte K27 Turbolader von TTH, vom Yassin. Der Lader ist gebaut für 580, 600 PS. Da würde ich ganz klar sagen, ist hier aktuell aufgrund von Luftfilterkasten und Abgaskrümmer ist es ein bisschen hochgegriffen. Also das wird wahrscheinlich nicht durch den Krümmer gehen und auch nicht durch den Luftfilterkasten. Also wenn man das wirklich ausreizen wollen würde, dann müsste man hier nochmal mit ein paar anderen Bauteilen gegenarbeiten, um das Auto wirklich auf den letzte Prozent irgendwo auszureizen. Dann haben wir natürlich unsere Downpipe drinne, unseren Cut. Auch das was wir uns später auf jeden Fall auf der Hebebühne nochmal angucken können von unten. Dann seht ihr mal, wie das Ganze eingebaut ist. Ihr seht hier noch eine Carbon Domstrebe, die wir hier verbaut haben, die haben wir vom David gekauft. Der hatte die mal in einer kleinen Stückzahl produziert. Wir haben hier sonst noch die ganze Verschlauchung, ist in Silikon. Die Schellen sind alle ausgetauscht, wie ihr unschwer erkennt. Hier ist halt nur noch ein Dummy drin, weil wir natürlich nicht mehr mit Luftmassenmesser fahren. Das brauchen wir nicht. Aber wir haben halt versucht, die Motorraumoptik so gut es geht, irgendwo bei der Leistung noch an der Serie anzulehnen. Ne? Gut, hier sind ein paar Nook-Teile verbaut, das erkennt man natürlich recht schnell. Hier ist das Kurbelgehäuseentlüftungssystem, auch unumgänglich bei dieser Leistung. Da kommt man nicht drum herum, da muss man sich leider was einfallen lassen. Klar, man könnte jetzt versuchen, den Behälter noch irgendwo zu verstecken, war für mich aber jetzt nicht die oberste Prämisse an der Stelle. Und ich denke ganz so vom, wenn man jetzt die Haube öffnet und reinguckt, sieht es alles schon ganz ordentlich aus. Da kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Was man jetzt nicht erkennen kann auf den ersten Blick, weil das halt bei diesem Spaltsaugrohr hier, bei dem Zweikammersaugrohr oftmals verdeckt verbaut ist. Wir haben bei diesem Auto jetzt hier keinen Leerlaufsteller verbaut. Also es gibt keinen Leerlaufsteller, das ist alles über die Software geregelt, über die Zündung und Co. Das hat zur Folge, dass das Auto jetzt bei extrem kalten Temperaturen, wir hatten ja jetzt auch mal minus 5, minus 6 Grad, springt sofort an, läuft aber so die ersten 10, 15 Sekunden dann etwas untertourig, so bei 700 Umdrehungen. Man kann aber sofort losfahren und wenn das Auto warm ist, hat es eigentlich ein mehr oder weniger normales Standgasgeräusch und auch eine normale Standgasentwicklung. Wir haben das deswegen gemacht, oder ich habe das deswegen gemacht, weil einfach ich diese Verschlauchung mit dem Leerlaufsteller, und das wollte ich einfach nicht mehr haben. Das ist immer eine Schwachstelle, das ist immer was, wo man auch einen Undichten haben kann. Und diese Leerlaufsteller, die sind auch oftmals ein Problem, die sauen halt zu oder altern stark und dann muss man da immer softwaretechnisch wieder nachbessern. Und ich persönlich, da das Auto ja nur für mich ist, mir war das egal. Ich wusste halt genau, dass das Auto warm wie kalt anspringt. Das ist für mich das Entscheidende hierbei gewesen. Und deswegen habe ich den komplett rausgenommen, inklusive der ganzen Verschlauchung, was natürlich auch so das Arbeiten an dem Auto hier deutlich vereinfacht. Ne? Durch den Wegfall der Servopumpe und dieser ganzen Verschlauchung, die man jetzt zusätzlich für den Leerlaufsteller noch bräuchte, macht es das Ganze natürlich hier deutlich angenehmer. Ja, bevor wir jetzt hier innen einmal reinschauen, muss ich sagen, ich habe das Auto damals gekauft als Roll- und Lenkbar. Der Vorbesitzer hatte das Auto schon einmal lackieren lassen in der Originalwagenfarbe. Die Lackierung ist in Ordnung, gibt es nichts dran auszusetzen. Klar, gibt es auch natürlich Möglichkeiten, das noch hochwertiger zu lackieren. Für mich war das vollkommen in Ordnung. Ich habe das Auto einmal aufbereiten lassen, innen wie außen. Das Ergebnis sieht wirklich gut aus, bin da sehr mit zufrieden.
Was den Innenraum angeht, ist es so, wir haben hier das übliche Dachhimmelproblem gehabt bei dem Fahrzeug. Ja, der Dachhimmel hing auf ganzer Länge durch. Den haben wir komplett einmal neu beziehen lassen, auch in Schwarz, ne? Wir haben hier die Quattro Satin Ausstattung in dem Auto. Der Fahrersitz ist auf der Wange da leider so ein bisschen verschlissen. Da suche ich immer noch nach Ersatz. Also falls da jemand was hat, einen Fahrersitz Audi S2 3B, der nicht so aussieht wie der, dass die Wange halt noch heile ist. Als Alternative hätte ich den Fahrersitz sonst halt abgegeben beim Sattler ums Eck und hätte das einmal noch aufbereiten lassen. Ja, felgentechnisch sind hier 8,5 x 18 drauf, sind die Boleros, finde ich, sehen super dezent aus auf dem Auto. Bremsanlage hinten ist soweit Serie. Wir haben Distanzscheiben 10 mm rundum verbaut. Vorne vielleicht noch erwähnenswert die Audi RS2 Bremsanlage. Die ist, denke ich, auch bekannt, sollte man nicht mehr großartig was zu erwähnen. Radreifenkombination natürlich auch abgenommen. Weiße Blinker sind hier sonst noch verbaut. Das Auto hat an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Patina, aber ich denke, das darf so ein Auto durchaus auch haben. Und von daher würde ich sagen, ist das Auto dem Alter entsprechend in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Ja, wir sind jetzt hier mal unterm Auto, unter dem S2 und ich wollte euch dann hier unten mal ein paar Sachen zeigen. Wie man halt hier noch ganz gut erkennt, ist der Hilfsrahmen, Stabi, Buchsen, das ist alles neu. Der hat die großen Guss RS2 Querlenker drin mit neuen Traggelenken. Man kann hier auf den Schrauben, wenn man hier mal so reinguckt, in die Löcher von der Ölwanne guckt, sieht man sogar noch, dass der Sicherungslack von der Montage halt überall drauf ist. Ja? Der neue Wasserkühler, den man von hier halt auch ganz gut sieht. Wir haben die Teile alle Trockeneis strahlen lassen, oder ich habe das machen lassen, ne, bevor ich das montiert habe. Wie gesagt, Hilfsrahmen, Aggregateträger, ist alles neu. Das Getriebe ist das Sechsganggetriebe, was wir auch schon erwähnt hatten. Das ist ein CBL. Das Getriebe ist einmal überholt worden, standardmäßig ist aber nicht verstärkt worden, muss unserer Meinung nach auch überhaupt nicht sein. Hält die Leistung eigentlich recht unproblematisch aus. Selbstverständlich sind alle Getriebe, Lager, Gummis und alles, was man hier unten am Fahrzeug so hat, ist alles ausgetauscht worden. Das ist hier unsere aus den Videos bekannte Downpipe, die wir hier verbaut haben mit unserem großen 700 PS Motorsport Cut. Das Ganze ist natürlich auch schon typisiert, wie man erkennt. Die Umbauten sind alle eingetragen im Fahrzeug. Ja. Aber wir haben jetzt hier noch, habe ich noch ein Flexrohr gesetzt, um so ein bisschen beim S2, wie man ja am Abgasanlagenverlauf erkennt, das ist ein bisschen tricky gegenüber all den anderen Fahrzeugen. Auch noch zu erwähnen, auf jeden Fall ist, hier ist eine werksneue Kardanwelle reingekommen. Ja, die habe ich bei Tradition besorgt. Dann musste ich die aufgrund des Sechsganggetriebes einkürzen lassen, noch ein Stück weit, um die dann hier montieren zu können. Ne? Ihr seht auch der Unterboden, überall, wo ich selber so ein bisschen Patina gesehen habe oder wo ich irgendwie gedacht habe, na, da könnte es mal ein bisschen Oberflächenrost oder so geben. Das habe ich alles prophylaktisch, vorsorglich schon bearbeitet und habe das nachbehandelt, damit also da, ihr seht, hier ist überall frisches Bitumen drunter, überall, wo ich die Vermutung hatte, dass mal was sein könnte. Ich kenne ja auch die Schwachstellen des Autos. Da habe ich halt schon vorgesorgt, hier an den Holmen und an den Trägern links und rechts. Das ist alles schon gemacht. Gehen wir mal ein Stückchen weiter nach hinten. Da zieht sich das eigentlich sofort. Ihr seht auch hier der Aggregateträger hinten, ebenfalls mit Stabi-Buchsen. Das ist alles erneuert worden. Die Querlenker sind neu. Wir haben hier hinten auch innenbelüftete Scheiben, noch mit dem Seriensattel. Vorne haben wir ja die RS2 Porsche-Bremsanlage montiert mit innenbelüfteten, gelochten Scheiben. Die Abgasanlage setzt sich hier halt nach wie vor fort. Unsere 3-Zoll-Anlage mit unseren Schalldämpfern. Wie gesagt, das ist alles eingetragen soweit. Ja, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist im Abschluss, ist natürlich die Radlagergehäuse hier. Vorne wie hinten sind auch ebenfalls erneuert worden. Die haben wir einmal komplett sandstrahlen lassen. Dann haben wir die neu beschichtet. Die ABS-Sensoren, alle vier rundum sind neu. Die Radlager sind selbstverständlich neu. Die Radnaben sind vorne neu, hinten glaube ich gebraucht. Bin mir nicht ganz sicher, aufgearbeitet auf jeden Fall. Auch hier Traggelenke natürlich hinten auf der Hinterachse neu. Das Auto ist frisch vermessen. Ja, habe ich ein bisschen mit gewartet. Die Erfahrung hat mir einfach gesagt, mit so einem Sportfahrwerk, das dauert meist so 500 bis 800 Kilometer. Ich habe das
Auto erst einmal voreingestellt, dann bin ich 500, 800 Kilometer damit gefahren, dann haben wir es nochmal auf die Vier-Säulen-Bühne genommen, haben uns nochmal angeguckt, habe es nochmal nachvermessen und wie gesagt, Achsvermessung ist frisch erledigt. Die Koppelstangen hier hinten, die waren wirklich noch das Einzige an diesem Auto, was wirklich noch tadellos in Ordnung war. Die habe ich sitzen lassen, die sind also wirklich noch in einem guten Zustand. Vorne Lenkstangen und Co. ist ebenfalls alles erneuert worden und ausgetauscht worden. Und somit kann man eigentlich sagen, man hat hier, ist keine Vollrestauration in dem Sinne, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Alles, wo ich irgendwo Patina, Verschleiß oder so gesehen, gefunden habe, da habe ich mich eigentlich dran gemacht und habe es ausgetauscht. Ja, man kann sich natürlich jetzt fragen, warum man diesen Aufwand auf sich genommen hat an der Stelle. Aber wie gesagt, als ich das Auto geholt habe, das ist ja nun schon, ich glaube, irgendwie 6 Jahre in meinem Besitz oder so, bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt einfach so, dass die meisten S2 Coupés fahrwerkstechnisch alle durchgelutscht sind. Ja, die sind alle fertig. Besonders die Hinterachsen sind extrem davon betroffen, weil ja früher die ganzen TÜV-Prüfer, wenn es um Hinterachsen ging, immer mal ein Auge zugedrückt haben und gesagt haben, naja, komm, wenn vorne alles passt, ne, hinten die Gummis und so, das kann ruhig ein bisschen verschlissen sein, winke ich dir so durch. Die Zeiten sind vorbei, aber für mich ist das auch nicht der Anspruch gewesen, das Auto irgendwie einfach nur fahren zu wollen, sondern es sollte halt einfach auch gut dastehen. Ne? Also habe ich wirklich prophylaktisch die ganzen Schwächen an diesem Auto, diese ganzen Buchsen, man kennt das ja hier alle, ja, wenn jemand schon mal so ein Diff ausgebaut hat oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lagerung vom Diff in 2 Teile fällt, die ist so bei 80%. Ne? Das merken die meisten Leute gar nicht, dass die Gummis da schon komplett abgerissen sind. Das ist hierbei alles erneuert worden, einfach, wie gesagt, aus größtenteils auch prophylaktischen Gründen. Es ist auch verbessert worden. Ja. Also wir haben hier beim Diff natürlich auch eine PU-Buchse verbaut, einfach um große Schwingungen im Fahrzeug oder große Bewegungen bei der Leistung einfach auch zu unterbinden, so gut es geht. Von diesen komplett Alu-Teilen bin ich kein Freund. Also wenn alles starr verschraubt ist, das ist natürlich für die Rallye super, gar keine Frage. Aber wenn man so ein Auto auf der Straße noch bewegen will, die Geräuschentwicklung ist einfach enorm. Deswegen haben wir uns hier für die Powerflex-Buchsen entschieden. Die sind eigentlich ein ganz guter Kompromiss zwischen Rennsport und Straße. Funktioniert wirklich gut. Und wie gesagt, alles, was so an Verschleißteilen hier eigentlich zu sehen ist, was man kennt von diesen Autos an Schwachstellen, das ist eigentlich alles behoben worden von mir. Ja, ja, was wir auf jeden Fall noch einmal betonen möchten, was, wie ich finde, immer noch ein ziemlich wichtiger Faktor ist bei so einem restaurierten Fahrzeug. Das Auto ist noch nie bei regennasser Straße oder im Regen an und für sich bewegt worden. Ja, es wird also nur rausgeholt bei schönem Wetter, trockenem Fahrbahnbelag. Deswegen sieht der Unterboden halt auch aus, wie er aussieht. Das Ganze findet ihr dann auch in unserem Wertgutachten wieder. Das haben wir jetzt noch anfertigen lassen. Wir werden das Wertgutachten hier im Video irgendwo einblenden. Unten oben, keine Ahnung, wird auf jeden Fall ziemlich detailliert sein, das Wertgutachten, woraus man auch erkennen kann, wo überall Hand angelegt wurde, was alles erneuert wurde, um auch jetzt sage ich mal schwarz auf weiß ein paar Daten zu haben und zu sehen, okay, was hat so ein Fahrzeug aktuell von einem fremden Gutachter, der ja jetzt gar nicht Fünfzylinder-affin ist, ja, wie bewertet der das? Ja, also wo steht das vom Wert her? Und da kann man ja auch ganz gut Vergleiche ziehen zu anderen Fahrzeugen, die gerade am Markt sind und kann dann mal gucken, okay, na, wenn jetzt einer, sage ich mal, für einen vollkommen runtergeballerten S2 irgendwie 30.000 will, dann sollte man sich mal die Frage stellen, wo steht so ein Fahrzeug dann, ja, wo wirklich, sage ich mal, vom Zustand her mindestens im Bereich 2 R2 Plus anzusiedeln ist. Ja, wir sind jetzt im Auto mal ein bisschen unterwegs mit dem Coupé. Wunderschönes Wetter heute, das ist eigentlich bestes Rumfahrwetter. Muss ich fast ein bisschen heulen, wenn das Ding weggeht, aber naja, ihr könnt euch hier mal ein paar Gimmicks angucken. Also wir haben den Innenraum so gut es geht original belassen. Ja, das Einzige, was man halt recht schnell erkennt, sind hier unsere weißen Ziffernblätter bis 320 km/h und bis 9.500 Umdrehungen. Dazu haben wir das Kenncheck-Display in der Mitte integriert, das ja auch schon viele Leute von uns kennen. Das sind die rein weißen Blätter, wie vom Audi RS2. Ja, der S2, der hat ja lichtgrau, das ist nochmal eine leicht andere Färbung. Aber das hier ist halt das rein weiß vom RS2. Ich mache mal das Licht an, jetzt weiß ich nicht, ob man da wirklich einen Unterschied erkennt. Na, wahrscheinlich eher nicht so wirklich. Naja, auf jeden Fall, das Kenncheck funktioniert auch tadellos. Man kann hier halt durchscrollen. Ja. Alle wichtigen Werte sind hier eigentlich hinterlegt. Öldruck, Kraftstoffdruck, ja, Flex-Fuel-Sensor. Selbstverständlich ist das Kombi-Instrument auch komplett überholt. Ja. Prophylaktisch
Alle Potis, Kondensatoren, Elkos, was da so drin sitzt, ist ausgetauscht worden. Die Platinen wurden nachgelötet oder halt verbessert. Und demnach sollte das eigentlich auch in den nächsten Jahren erstmal kein Problem mehr mit sich bringen. Wir haben hier die originale Schaltkulisse, die Sechsgangkulisse von einem Audi RS4 eingebaut, weil wir ja das Sechsganggetriebe vom S6 verbaut haben. Das fügt sich hier also auch in die originale Motorraumoptik ein. In die originale Innenraumoptik. Zusatzinstrumente haben wir ebenfalls in rein weiß gehalten, halt genau wie die Instrumente oben im Tacho, dass das halt gleich ist. Auch die sind einmal komplett überholt, sind neu geeicht worden, dass das alles wieder passt und funktioniert. Die Werte sind plausibel, das passt alles. Ihr kennt auch hier, dass die Spannung bei 14 Volt liegt. Ja, die liegt bei den meisten S2 eher immer so Richtung 12, 13. Ist aber der Sache geschuldet, dass wir auch eine nagelneue Lichtmaschine verbaut haben, die halt 14 Volt Bordspannung hat. Dadurch wird die ganze Abstimmerei mit dem frei programmierbaren Steuergerät halt deutlich leichter, weil man einfach eine bessere Spannungsversorgung im Bordnetz und somit natürlich auch am Steuergerät hat. Und das macht einem das Leben dann schon leichter. Wenn man da schon immer so Spannungsprobleme hat, ja, wenn die Lichtmaschine schon in die Jahre gekommen ist und die Batterie im schlimmsten Fall dann auch noch, ja, dann gehen ja die Probleme gleich los. Ja. Am Tag X, wo man abstimmt, hat man irgendwie, sage ich jetzt mal, 12,5 Volt. Irgendwie 3 Monate später ist die Lichtmaschine dann kurz vorm Exitus und man hat nur noch 11,5 und dann fängt das ganze Auto an zu spinnen, weil die frei programmierbaren Steuergeräte da halt schon ein bisschen anfällig sind. Ne. Also die Thematik ist hier halt auch komplett beseitigt. 14 Volt Bordspannung, Lichtmaschine neu, Batterie neu. Von daher auch das Thema ist beendet. Ja, jetzt kann man natürlich fragen, warum trennt man sich von so einem Auto? Ja, ich persönlich muss halt sagen, dadurch, dass der Sport Quattro jetzt bei uns da auch in der Halle steht und da ist schon so ein bisschen der Fokus halt drauf, muss man ganz klar sagen. Die Firma wächst auch nach wie vor. Es sind noch 2 weitere Angestellte, die jetzt dazukommen werden. Also das Ganze nimmt andere Formen an, wird alles professioneller, wird alles eine Nummer größer. Und da ist einfach die Zeit auch nicht mehr da bei so einem Fahrzeug. Ne? Wir haben mittlerweile 3 Hallen, die stehen alle voll bis oben hin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Auto unterstellen kann an der Stelle. Deswegen habt ihr jetzt hier wirklich die Möglichkeit, einen wirklich seltenes Fahrzeug, also ich weiß nicht genau, wie viele davon gebaut wurden, aber es waren echt wenige. Und in diesem Zustand, glaube ich, würde ich behaupten, ist es das einzige am Markt. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, ja, was hat die Konkurrenz so stehen, was haben Privatleute so stehen. Also in diesem Zustand, mit diesem Umbau, dieser Professionalität, der eingetragenen Leistung, den eingetragenen Komponenten, ist es, glaube ich, schon irgendwo ein Unikat. Und ich glaube halt auch, dass ich sagen kann, dass man an der Stelle wirklich ein gutes Auto kauft, wo man noch lange, lange Freude mit haben wird und wo man wirklich auch für sein Geld was bekommt. Ja, ganz klar. Es ist von außen halt ein wunderschönes Coupé. Understatement pur, deswegen auch keine wilden Felgen oder irgendwelche Geschichten. Das Auto sollte wirklich von außen so nah wie möglich irgendwie an der Serie sein. Einfach dezent, nicht übertrieben, aber von den Leistungsdaten her schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Wobei man halt auch sagen muss, natürlich mit 500 PS holt man heutzutage auch keinen mehr hinterm Sofa vor. Aber ich finde immer noch in so einem Auto so 500 PS, das kann man als Daily fahren, das macht richtig Spaß. Also ich sage immer meinen Kunden immer, kannst du mit zur Frittenbude um die Ecke fahren und kannst du mit nach Saint-Tropez in Urlaub fahren. Mach die Kiste halt mit, dafür ist sie gebaut. Und wie gesagt, der Käufer hat jetzt hier, wenn da jemand wirklich ernsthaftes Interesse hat, gerne anrufen bei mir in der Firma. Ich bin da jederzeit erreichbar, meine Nummer ist ja eigentlich auch den meisten Leuten bekannt. Wenn es da einen ernsthaften Interessenten geben sollte für das Auto, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, gewisse individuelle Anpassungen zu machen. Ja, das ist also kein Problem, wenn jetzt einer da sagt, er möchte lieber den Rohrkrümmer haben mit einem anderen Lader. Ja, das kann man also alles machen, andere Nockenwellen kann man alles noch tauschen. Wenn jemand da Recaros drin haben möchte oder so, überhaupt kein Thema, kann man drüber sprechen. Da gibt es keine Wünsche, die nicht erfüllt werden können, sofern man die Teile halt bekommt. Ne, also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Schreibt mich einfach an, ruft mich an und dann kann man sicherlich über alles reden.